Hallo Freunde und willkommen auf Apecrime TV. Ich muss ein bisschen leise sprechen, es ist mitten in der Nacht. Nein, Spaß, Freunde, mitten in der Nacht ist die Wahrheit, aber wir müssen nicht leise sein. Denn die ganze WG ist natürlich immer noch wach hier. Wir haben mal gedacht, wir zeigen euch so, was ein typischer Abend ist. Schritt Nummer 1. Liebe Freunde, hier wird mal wieder gewonnen. Pro-Playing hier. Wer ist dein Charakter? Keltos. Was hat der für einen Spruch? Kelto Bitch. Mach mal so einen Standardspruch. Eine hervorragende Wahl. Das ist Jengis. Ah, ich seh nichts. Boom. Fick mal wen. So ein Feuermage, liebe da. Feuer und Flamme für euch. So sieht das hier aus. Was ist hier? Oh mein Gott, Freunde, schaut euch das an. Was? Was machen die hier? Ficken. Nein. Hey, liebe Freunde. Trifft sich ganz gut, weil ich war von bei Anton, ich meine Jans Bruder. Und Anton, wir hatten da zusammen, oder er, keine Ahnung mehr, so eine Idee gehabt. Die ist ganz gut, wollte ich auch Jan und den anderen Menschen hier erzählen. Ich bin gespannt, okay. Und ihr seid live dabei, okay, pass auf. Wir haben uns ja dieses Objektiv gekauft, dieses nice Weitwinkel. Hier, nimm, muss meine Nudeln umrühren. Okay, hier könnt ihr die Reaktion auf meine Idee bei Jan sehen. Also, oben auf der Kamera, da wo die Mikrofone reinschiebst, ja. Und dieser Schlitten, ich weiß nicht, wie das heißt. Warte, mach weiter. Der, da kann man nur ein Ding reinstecken. Ja. Bei uns ja immer dieses Mikro da drauf. Ja. Es gibt aber so eine Vorrichtung, dass man da so zwei diese Dinger hat und eins ist so und eins guckt so ein bisschen drüber und dann könnten wir uns noch so oben so ein Lichtpanel kaufen, was wir immer drauf packen zum Dimmen und hätten dieses Mikrofon. Ja, aber wir brauchen noch gar kein Licht. Hey, doch, Sylt, wenn du damit einfach drehst, das sieht viel nicer aus. Auch jetzt hier oder ja, hier irgendwo. Hier wäre das geil. Wär aber wir sind hier auf TV, das darf man nicht vergessen. Nee, nicht für TV halt. Ne? Nicht für TV, die Qualität ist viel zu hoch für TV, Freunde. Irgendwann bei ich das nochmal ansprechen, wenn wir uns das gekauft haben, ja. Und dann macht Patent euch vorher nachher, ja, genau. Dass ihr wisst, das war meine Idee, nicht Antons. Ach, schaut mal, ich erinnere mich gerade, wir haben gestern ein Video gehabt, wo ein Vorherbild von André vom Friseur war. Ach ja, stimmt. Was ist hier los jetzt? Ich war beim Friseur, liebe Freunde. Irgendwie haben die heute so einen Verlauf zu der Seite, obwohl sie einen Lauf zu der Seite haben. Wow, das interessiert so viele Leute hier. Ich habe da viele Kommentare heute gelesen, wo die geschrieben haben, ich finde André mit langen Haaren, die sollen noch länger werden, das ist besser. Aber es hat ja noch keiner gesehen, wie das jetzt ausschaut, ja, liebe Freunde. So schaut es von hinten aus. Lass eine Skala da. Thema abgehakt. Tschüss. Was mit Cenk Alani? Wegen der Wechsel zu Cenk Gole? Oh, das wird schwer jetzt. So, liebe Freunde. Ah, was ist denn hier? Ja, wir machen eure... Oh, scheiße. Ah! Ja, liebe Freunde, hier ist alles safe. Ich bin hier der Pro-Player vom Dienst und... Von Teamplayer ist das auch von mir. Was machen wir? Freunde, ich war gerade noch McFit und ich habe dringend die anderen WG-Mitglieder vermisst. Die waren leider nicht da. Wir waren heute auch Sport machen. Wart ihr schon? Kickboxen. Ach so, okay. Das nehme ich mal hin. Deswegen... Was macht deine Fitness oder was? Fitness-Experte. Man muss natürlich noch nach dem Training beiden, was essen. Ne, Freunde, sprechen wir mal rüber. Neulich im Fitnessstudio. Ich mache das mal kurz nach. Jetzt kommt wieder eine Lügengeschichte. Nee, das ist komplett die Wahrheit. Nee. Jan und Stefan waren da so und ihr müsst euch vorstellen, ich liege gerade. Dann hatten die hier Hanteln und dann ist halt die Bewegung so... Liegst im Grab oder was? Das halt für Trizeps, bla bla. Und dann guck ich da rüber. Sind die da? Ist Jan da? Macht diesen Weg runter. Dann kommt Stefan, hilft ihm hoch, drückt die wieder hoch. Immer so runter und dann drückt Stefan die wieder hoch. Und ich frag so, hey, was macht ihr denn da? Yo, das ist so eine Übung, die geht nur in eine Richtung. Wir haben da letztens auch solche Übungen gemacht. Ich hab das auf Snapchat gefilmt. Jan ist doch wohl. Das, ihr saht da so aus wie solche Opfer wirklich. Was habt ihr denn da gemacht? Ihr standet da irgendwie an so einer Kante und habt so gemacht. Nee. Badenübung. Was ist das? Das mussten wir kurz aufklären, liebe Freunde, bevor euch hier falsche Werte vermittelt werden. Ja, liebe Freunde, das Display ist gerade wirklich sehr geil. Die beiden, ne? Ja, das war's für euch für heute. Wir essen jetzt noch auf, es ist schon 3 Uhr nachts, glaube ich. Drehen gleich noch ein bisschen weiter. Erwischt es. Geht der Daumen hoch. Fehlt mir ein Reim. Geht der Daumen hoch. Oder du bist ein Arschloch. Dann bist du kein Arschloch. Kein Arschloch. Tschüss, liebe Freunde.